Mit Jubiläen lässt es sich noch leichter feiern. Das gilt auch im Wiener Prater in der Leopoldstadt. Mindestens 3 Jubiläen sind es, die das Publikum anziehen sollen. Was sich dabei Altes und Neues auftut, Lisa Veitz hat sich heute dazu umgeschaut und umgehört. Auch wenn es sich wetterbedingt noch um triste Bilder handelt, der Wurstelbrater erwacht aus dem Winterschlaf. Das heurige Jahr unter dem Motto Jubiläen. 150 Jahre ist es her, dass der echte Kaiser Franz Josef die Wiener Weltausstellung eröffnet hat. Vor 150 Jahren haben wir die Wiener Weltausstellung 1873 eröffnet. Dazu dann eben auch die Hochquellenwasserleitung. Vor 120 Jahren die Pratermarina, ein lustiges Geschäftl. Und vor 95 Jahren die Lilliputbahn. Und dann nicht vergessen viele weitere Attraktionen. Ein weiteres Schmankerl aus der Vergangenheit, die Pratermarina. Nach einer Restaurierung fährt sie in 2 Richtungen, aber mit einem Antrieb von anno dazumal. So etwas gibt es nicht mehr als Erinnerung. Früher in den alten Straßenbahnen und Stadtbahnen, die haben das gekurbelt. Und genauso funktioniert das auch. So funktioniert der Motor. Kurbeln rein, wieder rauskurbeln und dann mit einem Lederriemen bremsen. Neu hingegen in der Funktion der Präsidentin des Wiener Praterverbands, Silvia Lang. Meine Familie ist seit 1866 im Prater. Vielleicht sagen Ihnen die Namen Kobelkopf, Schaf. Und Lang, das war mein Vater etwas. Es gibt Wege, die nach meinen Familienmitgliedern benannt sind. Und ich persönlich bin in 5. Generation im Prater. Als kulinarisches Schmankerl heuer eine Tour quer durch den Prater und die letzten 150 Jahre, auch im Hinblick auf die Gastronomie. Bis zuletzt ist hier vieles auch dafür erneuert worden. Wir haben jetzt eben auch im Außenbereich ein neues Eingangsportal errichtet, gemeinsam mit einem Shop. Wir haben den Freizeitbereich attraktiviert, indem wir mehr Sitzplätze geschaffen haben. Vieles wird im Moment noch umgebaut oder erweitert. Die neueste Prater-Attraktion, das Panorama Vienna, soll dann im Sommer eröffnen.